Berufstaucher stufen die meisten Menschen als äußerst interessant, aber auch mit hohen Risiken ein. Joshua Garcia hatte schon als Jugendlicher großen Spaß daran, in Flüssen und Seen zu tauchen. Später machte er das Hobby zum Beruf. Er arbeitet schon seit vielen Jahren für ein großes Energieunternehmen in Nebraska in Nordamerika. Das Unternehmen unterhält viele Wasserkraftwerke. Diese sind neben Staudämmen wie auch in verschiedenen Flüssen zu verorten. Die Turbinen in den Kraftwerken mussten mit der Kraft des Wassers angetrieben werden. Und die Zuflüsse für jeweilige waren nicht selten am Grund von Flüssen und Seen. Bei einem Notfall, wo in diesen Zuflüssen irgendein Fehler auftrat, bestand Joshuas Aufgabe darin, den Fehler dort unter Wasser zu finden und zu beseitigen. Die Warnlampen im Kraftwerk Kingslake leuchteten. Ein Berufstaucher wurde benötigt. Joshua war in Bereitschaft und wurde von der Hauptzentrale per Hubschrauber eingeflogen. Noch während des Fluges legte er seine Taucherausrüstung an und wurde über den Fehler instruiert. Die installierten Unterwasserkameras beim Rechen beim Turbineneingang zeigten eine erhöhte Wasserpflanzenansammlung an. Dadurch ist der Zufluss des Wassers erheblich gestört. Joshua sprang bei Ankunft direkt aus dem Hubschrauber, als dieser in etwa 10 Meter Höhe über dem Wasser stand. Berufstaucher haben spezielle Tauchermasken, die eher einem Helm gleichen. Dadurch ist Funkkontakt zur Zentrale gewährleistet. Als er unten beim Rechen war, der alles filtert, fing er an, mit einem mitgebrachten Sack, der auch an einem Seil am Hubschrauber verankert war, die Pflanzenteile hineinzuschieben. Während seiner Arbeit schossen ihm Gedanken durch den Kopf. War das wirklich sein Traum, den er sich erfüllen wollte? Er fing in diesem Moment an, daran zu zweifeln. Eigentlich wollte er sich als Berufstaucher selbstständig machen und Kurse geben, am besten irgendwo an der Küste. Nach getaner Arbeit gab er über Funkspruch das Zeichen, den Sack samt ihm aus dem Wasser zu ziehen. Als er fertig war und wieder in der Zentrale ankam, kündigte er seinen Job, um seinen Traum wahrzumachen. 8 Jahre später war es dann soweit. Mittlerweile wohnte er in Miami und hatte bei der Palmetto Bay sein erstes Boot erstanden. Es war eine passable Yacht, mit der bis zu 12 Personen transportiert werden konnten. Ein Freund und ehemaliger Kollege setzte sich für ihn ein und hat seine Kontakte spielen lassen. Dadurch war ihm der Kauf des Bootes nicht zu teuer gekommen. Ein solches Unternehmen bot viele Möglichkeiten. Entweder brachte er Leute zum Fischen raus oder er gab Kurse über das Tauchen. Natürlich setzte er auch Personen über. Bis nach Key West gab es unzählige Inseln, die die Touristen regelrecht anzogen. Heute Morgen stand Joshua früh auf. Er hatte einiges vorzubereiten. Eine Touristengruppe bestehend aus 8 Leuten hatte ihn gebucht. Sie wollten raus nach Adams Key zum Schnorcheln. Als die Gruppe bei seinem Boot auftauchte, 6 Männer und 2 Frauen, kam Joshua ein merkwürdiger Gedanke. Sie hatten ungewöhnlich viel Gepäck dabei für Touristen, die nur schnorcheln oder schwimmen gehen wollten. Er verwarf den Gedanken und sagte zu sich selbst, dass es ihm nichts anginge. Vielleicht war die Gruppe vorher beim Shoppen und hatten einfach keine Zeit mehr, das ganze Zeug in ihr Hotel zu bringen. Nachdem er sie freundlich begrüßte und willkommen hieß, verlud er eiligst das Gepäck. Nachdem seine Gäste Platz genommen hatten, nahm er das Tau vom Polder, startete den Motor und fuhr los. Es war ein traumhaftes Wetter heute. Die Temperatur hat sich bei 30 Grad Celsius eingependelt und die See war erstaunlich ruhig. Die Sonne glitzerte im Wasser. Joshua erzählte ihnen einiges über die Gegend und natürlich auch über das Reiseziel. Adams Key war eine wunderschöne Insel. Eine ideale Gegend zum Tauchen, Schwimmen und Schnorcheln. Seltsamerweise nickten die Touristen nur etwas leicht und waren irgendwo mit den Gedanken woanders. Sie fuhren eine knappe Stunde, da kam ein Mann aus der Gruppe zu Joshua und drückte ihm einen Gegenstand in die Seite. Zu seinem Entsetzen war es eine Pistole. "Wir ändern den Kurs", raunzte er Joshua an. Joshua wollte wissen, was das soll. Der Mann sagte grob, dass es ihm nichts anginge und befahl ihm, Richtung Bahamas zu fahren. Der bewaffnete Mann nahm ihm außerdem das Smartphone ab und sabotierte das Funkgerät des Bootes, indem er das Mikrofon einfach abriss. Joshua spürte zum ersten Mal in seinem Leben wahre Angst. Mit erhöhtem Puls befolgte er die Anweisung und änderte den Kurs auf die Bahamas. Nachdem sie die Hälfte der Strecke hinter sich hatten und auf offener See waren, fasste Joshua seinen ganzen Mut zusammen und wollte wissen, warum sie das taten. Einer der Männer grinste und fragte Joshua, ob er sich das nicht denken könnte. Der einstige Berufstaucher deutete darauf, dass sie viel Gepäck hatten. Eine der Frauen grinste nun ebenfalls sehr hämisch und machte ein Gepäckstück auf, um ihm zu zeigen, dass darin gestohlene Sachen waren. Der bewaffnete Mann brüllte sie an, dass sie das lassen soll, und er runzelte in Richtung Joshuas die Stirn. Er befahl ihm, vom Steuer wegzugehen. Joshua befolgte dem Befehl und ging Richtung des bewaffneten Mannes. Die zweite Frau übernahm das Steuer. "Umdrehen", meinte der Bewaffnete. Auf einmal gab er Joshua einen Tritt. Und er stürzte kopfüber über die Oberkante der Bordwand. Nachdem er auftauchte, hörte er nur noch ein Gelächter und sah, wie diese Diebe mit seinem Boot wegfuhren. Er war alleine und Panik ergriff ihn. Seine automatische Schwimmweste funktionierte nicht und er musste sich mit eigener Kraft über Wasser halten. Wie lange soll er das durchhalten? Kein Schiff war weit und breit zu sehen und so weit konnte er nicht schwimmen. Angst schoss ihm durch seine Glieder. Selbst wenn er durchhielt,
Es gibt hier auch Haie, wie den Tigerhai, der für Menschen sehr gefährlich sei. Er konnte auch keine Hilfe rufen. Sein Handy wäre wasserdicht gewesen, aber diese Kriminellen haben es ihm abgenommen. Große Verzweiflung machte sich in ihm breit. Wie soll er nur überleben? Nach wahrscheinlich 5 Stunden waren seine Kräfte am Ende. Seine Muskeln schmerzten mittlerweile furchtbar und er hatte keine Kraft mehr, sich über Wasser zu halten. Auf einmal sah er keine 30 Meter entfernt eine Rückenflosse über dem Wasser auftauchen. Sein Ende war gekommen. Es musste ein Hai sein. Er dachte nicht mehr ans Überleben, sondern hoffte nur auf ein gnädiges Ende. Der große Fisch kam näher und kreiste um ihn. Er ließ los, wissend, dass es um ihn geschehen war. Sein Kopf ging unter Wasser und alles wurde schwarz um ihn. Auf einmal hob es ihn wieder über die Wasseroberfläche. Erschrocken sah er nach unten. Es war kein Hai, sondern ein Tümmler. Also ein Delfin. Das Tier war bemüht, ihn über Wasser zu halten. Joshua begann, seinen Lebenswillen wiederzufinden und versuchte mitzuhelfen. Plötzlich war der Druck von unten weg. Der Delfin hatte offenbar aufgegeben und schwamm fort. Qual erfüllte erneut seinen Geist. Die Hoffnung, die erst wieder klar war, war fort und auf einmal war er umringt von vielen Delfinen. Der einzelne Tümmler hatte nun seine Gruppe zur Hilfe geholt. Die Tiere nahmen ihn in die Mitte und hieften ihn hoch, sodass er nicht ertrinken konnte. Joshua war so dankbar, aber auch total erschöpft. Die Delfine schwammen nun vorwärts. In welche Richtung, das wusste Joshua nicht. Es dämmerte bereits und er hätte längst die Orientierung in diesem schier endlosen Kampf ums Überleben verloren. Ihm war schwindelig und er hatte unendlich Durst. Es war längst Nacht geworden, aber die Delfine schoben ihn immer weiter. Joshua weiß nicht, ob ihm die Sinne einen Streich spielten, aber in der Ferne sieht es so aus, als würden da Lichter über dem Wasser sein. Diese kamen immer näher und Joshua nahm seine ganze verbliebene Kraft und schrie den Lichtern entgegen, was sich als kleines Kreuzschiff darstellte. Die Matrosen ließen ein Beiboot herunter. Sie hatten ihn gehört und fuhren ihm entgegen. Dann zogen sie ihn endlich aus dem Wasser. Er wollte sich noch bei den Delfinen bedanken, aber es fehlte ihm an Kraft. Auf dem Schiff wurde er ärztlich versorgt und über die Umstände befragt. Er gab die Sachen mit den Dieben an, die ihn über Bord stießen, aber auch, dass sie vor der Küste der Bahamas treiben mussten. Joshua hatte längst nicht genug Sprit im Tank, um die Bahamas zu erreichen. Die Diebe müssten schon selbst in Seenot geraten sein. Mit den Angaben von ihnen konnte die verständigte Küstenwache diese Gruppe letztendlich dingfest machen. Joshua bekam seine kleine Yacht fast unbeschädigt zurück. Er ist froh, am Leben zu sein. Froh darüber, wie einzigartig diese Delfine sind, die ihn in höchster Not gerettet haben. Einer großen Erfahrung reicher geht Joshua Garcia auch heute noch seiner Arbeit nach, wohl wissend, dass er da draußen im Meer Freunde gefunden hat.